Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls mit zwei Sun Bros, die wir uns gerade hier noch frisch herbeigesammelt haben. Und wir würden uns jetzt mal direkt zu dem Boss machen, würde ich mal behaupten. So, der Sangesdämon. Ein Drecksboss, wie er im Buche steht, und hässlich ist er auch noch. All das. Ja, pass auf, das wird gruselig hier. Das ist Silent Hill. So, man kann, glaube ich, nur am Kopf Schaden machen, wenn ich mich nicht täusche. Und, ja, die Sun Bros machen das jetzt hier schon ganz gut. So, und wenn er sich halt da einlollt vor allem, ja, einkugelt, dann kann man halt keinen Schaden machen. Das ist für Nahkämpfer halt schon ein bisschen kacke. So, weg! So, jetzt bäumt er sich auf und macht kunstmäßig viel Schaden. Das ist wunderschön, aber da ist er down. Ja, tut mir leid, dass es echt so schnell ging, aber das ist ein Drecksboss, wie er im Buche steht. Einfach so. So, den eingebetteten Schlüssel und Sangesdämon Seele haben wir jetzt. Eingebetteten Schlüssel brauchen wir für Milfantuan. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwie so heißt die. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier weiterlaufen können, weil können wir nicht, aber Items liegen ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Löcher im Boden sind, aber hier sind einige gestorben, wie man sieht. Das ist halt echt ein, ja, nie, kein schöner Boss. Kein schöner Boss. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir uns jetzt weiter hin machen. Da ist ein Feuerdingens. Und wir... Nee, was haben wir denn noch irgendwie? Was, womit wir uns heilen können oder so? Nee. Ja, ich möchte jetzt ungern irgendwie ein Dingens nehmen, einen Lebensstein. Asketenleuchtfeuer würde ich jetzt auch ungern benutzen. Vor allem nicht in dem Gebiet. Das ist nicht schön. 47.000 Seelen, das ist halt... alles ein bisschen suboptimal. So, hier können wir nicht weiter. Ging es jetzt nach dem Sangesdämon eigentlich weiter? Habe ich das jetzt gerade nur nicht gesehen oder was? Ich weiß es ja auch nicht mehr. Warte mal, müssen wir kurz mal gucken. Eigentlich nicht. Ach doch, da geht's weiter. Ja, toll. Ja, klar. Gut. Ich dachte, der wäre jetzt optional, aber nee, ist ja gar nicht optional, weil wir kriegen ja den eingebetteten Schlüssel. So. Wir warten jetzt einfach mal, bis uns die Viecher hier anfallen. Wenn sie uns anfallen. Sie fallen uns nicht an. Alles klar, dann haben wir da eine Tür. Hier geht es nicht weiter. Da ist auch schon wieder so ein Punkt gewesen. Ein schöner Punkt. Zumindest für uns. So, dann gehen wir mal in den Turm da rein. Beziehungsweise, warte mal, konnten wir jetzt schon die durch die Tür? Nicht, dass wir jetzt falsch laufen. Und hier die Hälfte verpassen. So. Ich gucke gerade mal. Doch, die Tür konnte man schon öffnen. Weil wir müssen auf jeden Fall hier noch was erledigen. Hier ging es lang, ja. Nicht, dass ich irgendwo reinfalle schon wieder. So, wir gucken erstmal noch in den Turm, bevor wir uns da weitermachen in die Tür. Da ist nämlich noch ein Leuchtfeuer. Da hätte man auch den Boss ganz gut von machen können. Wir werden uns aber mal noch nicht hinsetzen. Denn dann sind die Viecher ja wieder da und ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren im Ganzen. So. Die ist verschlossen. Ich weiß gerade nicht, was wir einen Schlüssel dafür brauchen. Gut. Dann gehen wir einfach wieder runter. Was brauchen wir denn da für einen Schlüssel? Das weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst.
Das solltet ihr ja eigentlich wissen. Ihr merkt euch ja irgendwie Sachen weitaus besser. Okay. Ja, wenn ich hier im Wasser rumtatsche, das sieht immer so aus, als ob da, weiß ich nicht, ein Item liegt. Weil das auch so hellblau leuchtet. So ein bisschen zumindest. So, Items liegen hier nicht noch. Wir rüsten mal wieder das Schild aus. Da hätte halt auch eine Wand sein können, ja. So, hier ist wieder ein Fahrstuhl. Da ein normaler Hebel. Und ansonsten war es das hier. Was steht da? Viel Erfolg. Jo. So, jetzt geht's weiter nach unten. Und wir fahren und wir fahren. Jetzt wäre Fahrstuhlmusik angebracht. Siehst du mal, wir haben 47.000 Seen. Warum bin ich nicht eigentlich zurückgeportet? Ich weiß es nicht. Ich lege mal den Ring an. Das ist einfach so aus Prinzip und aus Sicherheit. Ich habe ein bisschen Angst. Na komm. So, unten angekommen. Geht's weiter die Treppen entlang. Und hier sind, glaube ich, keine versteckten Türen, wenn ich mich nicht täusche. Und das kommt uns so alles ein bisschen bekannt vor, so von der Architektur. Erinnert so ein bisschen an Schloss Drang Lake. Und kann sein, dass wir architektonisch auch irgendwie drunter liegen. Das könnte durchaus sein. Ich habe das jetzt nicht so im Kopf, muss ich sagen. Und ja, wir begeben uns erstmal schnell nach Majula, um aufzuleveln. Denn 47.000 Seelen, naja. Gut, liebe Frau, ich möchte was machen mit dir. Nein, ich möchte natürlich nur auch leveln. So, müssen wir mal gucken, was wir jetzt eigentlich machen. Ich bin mir da unsicher. Wir haben 40 Geschicklichkeit. Wir könnten eigentlich, ja, weiß ich nicht. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Wir könnten Anpassungen mal ein bisschen skillen. Theoretisch, wir könnten aber auch mehr Kondition skillen. Zauber könnten wir halt auch irgendwie mal machen. Weiß ich nicht, weil wir machen erstmal hier Kondition ein bisschen hoch, haben dann zwei Level. Kondition machen wir vielleicht mal auf 40 oder so. Ja, müssen mal gucken, wie wir das letztendlich alles hinkriegen. Und was ich mir jetzt überlegt habe, ich werde, weil ich die, na, oder? Nee, komm, lass mal erstmal. Ich mache das ein anderes Mal. Ich möchte mir die Rüstung von Straight holen. Das ist eigentlich eine sehr coole Rüstung. Finde ich sehr leicht, sieht cool aus vor allem. Und naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, Gruft der Untoten. Da wollen wir letztendlich hin. Und da geht's richtig rund, in der Gruft der Untoten. So, hier sind direkt schon Beschwörungssachen. Das sollte einem zu denken geben. Ja, das sollte. So, da ist kein Item mehr. Warum sind denn die Leute jetzt hier schon gestorben, ey? So, da sind Viecher, da ist eine Urne. Warte mal. So. Jetzt habe ich, ja, schön, ja. Ich habe schön Schießpulver an meinen Füßen. Das ist nicht so ganz schön. Sollte man unterlassen. So, Vorsicht, Distanzangriff, Schwäche, Gift. Ja, da, das sind diese Drecksviecher schon wieder. Also, eine andere Form der Drecksviecher, aber Drecksviecher. Mit noch größeren Attacken. So, habe ich die getroffen, ja. So, zack, komm. Das war leicht knapp. Ich habe einen Hauch gehört. So. Die halten noch ein bisschen mehr aus. So, haben wir da links auch noch einen. Den machen wir natürlich auch mit Fernkampf, auch wenn wir das nicht so unbedingt brauchen. Den könnten wir auch so machen, so. Und weggewuppt. Ja, die sind jetzt nicht ganz so schlimm hier, die Viecher. Ach komm, scheiße. So, jetzt muss ich erstmal in der Dunkelheit irgendwie ausmachen. Da ist er. Ja, er trifft mich nicht so ganz von der Stelle hier. Das ist schon mal ganz gut. Da bin ich ein bisschen beruhigt. Doch, jetzt hat er uns getroffen. Okay. Warte mal, noch ein Fall. Komm. Jawohl. Ist er tot? Ja.
Gut. Hier müssen wir halt echt hundsmäßig aufpassen. Es wird auch langsam ein bisschen dunkel hier. Weiß ich nicht, wenn man den Sweet FX hier drauf hat, dann könnte das durchaus hier krass dunkel sein. Ja, aber so geht's halt noch. Das ist noch im Maßen irgendwie. So, weg. Bitte weg. So. Der hat noch was? Schwarze Lydia. Nee, Lydia Kapuze. Lydia. Gut. Alles hier so total verwinkelt und dunkel und... Und man... Halt. Wer spricht da? Wir können jetzt mal Licht anmachen, einfach nur aus Prinzip. aber ich glaube, wir verärgern ihn damit so ein bisschen. Ja, jetzt kommen wieder solche hier. Und das ist eigentlich so ein Zeichen, dass wir uns in Lordaeron, genau, in Schloss Drenlake befinden. Mehr oder minder zumindest. So, mach mal hier keinen Aufstand, Kollege. So, er möchte aber auch nicht runterfallen. So. Scheiße. Hat er noch mal weggeblockt, der Kollege. Siebt's ja nicht. So. Und er hat immer noch HP. So. Dann war's das jetzt. Dann können wir uns endlich mal hier hochbegeben wieder. Und dann machen wir dich. So, komm her. Geben wir dir mal einen Nackenschlag. Und das Ganze noch mal von hinten. So, warum ist denn eigentlich der Sound gerade so leise? Ah, jetzt hat ein bisschen Soundlag gehabt hier. Okay. So, da geht's in eine Nebeltür. Und hier geht's nicht weiter. Und Leute sind ja scheinbar runtergefallen, beziehungsweise weiß ich nicht, was da passiert ist. Da unten ist noch ein Item. Aber da möchte ich jetzt ungern runterspringen. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier mal hochkommen. Da geht's nämlich hoch. So. Ja, was sind denn das für komische Kauze, ne? Und da ist auch noch einer. Haben die vielleicht mit uns gesprochen? Ich denke mal, wenn wir jetzt Lichter machen, ist hier ziemliches Ende. So, wer bist du denn? I'm Ogdane, Guardian of the Crypt. Countless dead rest here in peace, cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. I am a finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here, some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now... Did you come for him? The one called Vendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now. Put to death by the king's own guards. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared... How queer you humans. How you go on, never separating. This place is welcome to all. Provided due reverence is shown. Death is equitable. Accept. Tell me what you desire. Show me reverence. And so, gib mal eine Geste lernen bei dem guten Finito. Gnade. Gnade. Ja, genau das. Grabwächter Agadüne. Ich denke, da heißt Finito. Weiß ich nicht. Anmaßungsrüstung haben wir hier. Dann Ring der Dornen. Ja, nicht ganz so geil. Finsternispfeil.
könnten wir mitnehmen. Menschlichkeit, sehr, sehr wichtig. 13 Stück vor allem. Und Elisabeth-Pilz gibt's auch wieder hier in dem Spiel. Kennt er sicherlich noch aus Dark Souls 1 aus dem DLC-Gebiet. Gab's auch da. Und da haben wir sogar den Pilz getroffen, der Elisabeth heißt und von dem der hier da stammt. Sehnspeer, Sehnstrudel, Sehnfrieden, Wärme. Okay. Brauchen wir jetzt alles nicht so? Alter, geh mir doch nicht auf den Sack, Mann. So, jetzt haben wir hier die ganzen Grubenwächter. Und ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, wenn man Lichter macht, dann ist der ganz schön böse. Weil der steht da irgendwie nicht so drauf. Kann ich ihn nachvollziehen, weiß ich nicht. So, liebe Freunde, wir begeben uns weiter in der Gruft der Untoten. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge wieder. Morgen geht's weiter um 16 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid und hier mit mir weiter das zu erkunden, was wir hier vorhaben. Und um König Randrick zu finden und zu vernichten. Liebe Freunde, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.